Umfeld in der Sieg-Niendorf, obwohl ich gratuliere mein Freund Ali Farhadi. Ausschlaggebend, denke ich, war einfach, dass wir als Mannschaft, denke ich, einen Tick besser funktioniert haben heute. Es war ein relativ schwieriges Spiel auf diesem großen, breiten Grandplatz. Es war nicht einfach. Wir mussten sehr viele Laufwege machen, sind in der ersten Halbzeit viel gelaufen, aber auch viel hinterhergelaufen, weil Türkiye das aus meiner Sicht sehr gut gemacht hat. Die haben den Ball gut laufen lassen. Sie waren sehr präsent, sehr anspielbar im Mittelfeld. Da waren wir noch zu weit weg. Wir haben erste Halbzeit sowie 20 Minuten zweite Halbzeit Niendorf dominiert. Wir haben sehr gut und diszipliniert verteidigt. Aber Fußball ist so, wenn du deine Torschance nicht nutzen, dann irgendwann kriegst du Gegentor. Grundsätzlich denke ich, unterm Strich, gerade was die zweite Halbzeit angeht, war der Sieg dann doch unterm Strich natürlich verdient auf jeden Fall. Und das ist halt so, wir hätten auch einen Elfmeter kriegen müssen aus meiner Sicht. Das ist ganz klar, der Spieler wird im Strafraum brutal geblockt, das geht nicht. Hätten wir mindestens mit einem Punkt heute noch zufriedener können sein, aber wie gesagt, mit einem Sieg werden wir nicht Meister, mit einer Niederlage werden wir auch nicht also Abstiegskandidat. Wir bleiben auf dem Board, wir gucken Spiel zu Spiel. Ich glaube an meine Mannschaft. Im Großen und Ganzen, nach zwei Spieltagen kann man noch nicht so richtig die Gefühlslage, sage ich mal, in Worte umlegen, dass man sagt, zufrieden oder unzufrieden. Also wir warten mal ab, wir sind auf einem guten Weg und wir arbeiten hart dran, besser zu werden. Wir wollen etablieren, klassenhart und möglichst nach oben gucken. Wir wollen eine möglichst interessante Saison spielen, wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Andere nennen das im langweiligen Mittelfeld rumdümpeln. Für mich ist das in einer spannenden Liga, in einer sehr, sehr gut besetzten Oberliga, einen einstelligen Platz zu machen, ist nicht ohne. Klar, unsere Ansprüche werden wir dann irgendwann mal festlegen.